Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online am heutigen Tag zusammen mit Zombie. Hallo? Au, was zur Hölle? Ja, Mautano, sag mal, was soll denn das? Hallo. Oh Gott, tschüss, das, warte, nein, Zombie. Nein, das war's, lass ihn, ganz ruhig, es ist alles gut. Jungs, jetzt hört doch mal auf, Mengel hat eben das Spiel verlassen, aus welchem Grund auch immer, weil er scheinbar... Ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Sag mal, was soll denn das? Ich kauf mir jetzt wieder was Schönes. Oh ja, bitte. Kauf mir doch mal was Schönes. Nee, ich kann dir ja kein Geld schenken. Ich habe hier noch 12 Millionen. Da werde ich mir jetzt mal schön mal hier wieder was reinlöten. So, warte mal. Ich gucke jetzt erstmal hier. Ich kann ja nichts dafür. Doch, du vergiftest ständig deine Familie. Ich vergifte niemanden. Das ist natürlich, das wäre natürlich ein Ding für die ganze Familie hier. Oh, ein Viersitzer wäre insane. Nee, aber ich hab was Besseres als ein Viersitzer. Besser? Sechssitze? Ja, warte, ich guck mal ganz kurz, ob ich den nehme oder vielleicht doch noch einen anderen. Wartet. Nee, aber der ist schon der geilste von denen hier. Also machen wir uns nichts vor, Leute. Damit bin ich einfach der coolste auf dem Spielplatz. Bist du doch schon so. Ja, das stimmt. Ich wollte immer mit dir auf dem Spielplatz spielen. So, hier, Alter. Jetzt gibt's das Ding einfach, einfach in der Farbe. Jetzt kaufen. Del Piero. Oh, da war sogar noch Platz. Ja, wunderbar. Locker. Auch nur 600.000. So, dann müssen wir kurz warten. So, kommt mit, Jungs. Warum regnet es hier eigentlich? Was soll der Mist? Ich bin so traurig. Warum denn? Ich habe keine Haare mehr. Du hast so Haare. Irgendwie nicht schon mal Mordados lockiges Haar an. Ja, aber Mordado sieht aus wie der Witcher für Arme. Aber guck mal meine Haarline an, meine Haarlinie. So, ich hole mir jetzt in dem Alter. Komm, du bist super. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Lamp. Nur Palette erwischt. Ey, ich hab nicht mal mitbekommen, dass du plötzlich wieder hier drin bist. Ich hab's auch nicht mitbekommen. Schön. Was ist denn dein Problem? Sag mal, jetzt ist mein Taurus nicht da, mein Lamborghini. Funktioniert der noch? Ja, der Heli sollte noch gehen. Nein. Na toll. Jetzt sitze ich bei dem Typen im Auto. Ja, sag mal, was ist das denn? Fahr mich mal bitte zu meinem Auto. Hä, wo ist es denn? Ja, weiß ich nicht. Hast du mir gerade einen geschossen? Ja, ich wollte den Reifen kaputt machen und dann bist du reingerannt. Ich habe eine Kugel in der rechten Arschback gesteckt. Nicht schlecht. Gratulation. Siehst du die? Ah ja. Schick. Das da oder was? Nee, ich glaube, der hat das nicht geholt. Du hast mich wahrscheinlich direkt in der Sekunde umgebracht. Jetzt bin ich hier wieder schuld. Ja, bleib doch mal kurz stehen. Jetzt? Der nächste Anfrage in 50 Sekunden möglich. Ach so. Hey, Leute, na? Hallo. Hi. Aua, ey. Das war der neue Wagen von meiner Mutter. das glaube ich auch. Ja, komm, ich schenke dir den hier. Nee, will ich nicht. Nee, das kann mich annehmen. Das ist zu großzügig, Mautaro. Sag mal, Mechaniker, jetzt mach doch mal nicht diesen. Bestellst du? Ja, ich bin dabei. Ja, ich versuche ja meinen Mechaniker, dass er mir mal das neue Auto da vorbeibringt. Ey, die fährt mich an. Ja, jetzt hat er. Jetzt ist er. Ja, genau. Geiles Ding. Schön von Hammer. Was ist eigentlich mit aus der Marke geworden? Gibt's die noch? Ja, bestimmt, oder? Weil ich meine, mittlerweile gilt das doch eher als peinlich, wenn man so ein Auto hat. Ich fand die immer cool. Ist mir egal, wie peinlich die sind. Wir fahren doch. Aue umdrehen, okay. Ich weiß, dass Arnold Schwarzenegger den Wagen hatte. Und, aber ich meine, in Deutschland kannst du die Dinger ja auch nicht fahren, weil die absurd breit sind. Ja, ich mochte immer Smart, Mini und Hammer. Einfach so die kompletten Gegenteile. Sag mal, warum fährst du denn? Sorry. Ja, wo soll ich denn wissen, wie dein Auto aussieht? Ja, du siehst das doch da. Das ist doch ein Auto, was du 7-mal siehst, dass das dazu zählt. Oh? Das ist nicht wirklich. Oh Gott. So, jetzt ist er die... Wir müssen sofort los. Schnell, ja, fahr. Ja, ich fahr. Bitte. Tschüss, Zombie. Vielleicht auch mitnehmen. Ich werf nochmal eine Granate nach hinten. Ja, warte. Nee, jetzt lass den armen Jungen doch. Der muss doch hier irgendwo sein. Nee, der ist doch schon tot. Markier einmal bitte diese Custom-Werkstatt. Markier mal bitte. Okay, hier, da. Ja, aber die gute, weil wir sind bei LA Customs. Ich habe von denen vor was gekauft. Vor uns, rechts ist... Ja, rechts. Ach, Mautano ist das. Ja, steig ein, komm, rein in die Party. Es ist die Party. Was ist das? Party los. Ja, ich war ultra überrascht. Heute für euch, weißt du, ihr hattet einen harten Tag. Junge, da gehe ich in First Person und zippe erstmal an dem... So, wir brauchen jetzt die Customs. Ja, mache ich. Nee, die ist es nicht. Also ich mach das jetzt. Hat da Bennys? Oh, geht nicht. Ja, okay. Bennys. Ja, ich markiere Bennys. Da können wir nämlich hin. Da mache ich das zu einer richtig Party-Limousine. Was all meine Zombie? Freunde. Ja, ich fahr zu euch. Ja, der kommt. Der weiß doch. Okay, ich rufe Lester an, ne? Wie ist es da hinten so, Mautano? Ist in Ordnung? Es ist nicht so viel Platz. Ich fühle mich fast einsam. Oh, guck mal, ich sehe da auch ein bisschen, Ja, da ist ein bisschen Lügen. Alm. Ja, aber das ist nicht inklusive, Mautano. Ich kann nicht sogar eisgekühlt. Oh nein, eisgekühlt. Dann nehme ich den nicht. Hä?
Wir können nicht nach hinten schauen. Das ist halt insane groß. Seid ihr irgendwie mein Auto in lang? Ja, ja. Wir sind die, für die, Hashtag 1, die noch ist größere noch Komplexe Platz mit ihrem Dödel haben. Weißt du, der muss das Auto noch mal ein bisschen länger. Sag mal, warum fährst du denn? Wohin fährt Party denn, Leute? Kannst du mal kurz stehen bleiben, Paletta? Nee. Ja, aber Benny, ihr fahrt weg von Benny. Ich will hinten einsteigen. Ah, ihr müsst da runter. Ah, okay. Ja, ja. Ich dachte zum Oberen. Was? Willst du Motorado? Nee, ich will doch, dass ihr zum Meer einsteigt. Bitte. Oh, ich hab's Fenster kaputt gemacht. Sag mal, das geht zu weit. Zombie muss sowieso in 4 Minuten mit den Hunden raus. Wow. Ja, aber der kann doch im Auto. Ja, aber in die Werkstatt kann er auch mitkommen. Ja, okay. Ich könnte mich ins Auto setzen, aber dann dürft ihr mich nicht verlieren. Aua! Und das, hey. Ja, das ist unsere Mission. Okay, bleib doch stehen! Mach ich doch. Ja, ich will auch das Tune sehen, ja. Ja, 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 komm rein. Nice. Oh, hier, steig rein. Was? Wieso? Ich hab doch gesagt, dass ich hab das doch bei Sun an. Oh. Ich dachte, das wäre so ein Ding, was ich hier modifiziere. Na, dann schau mal zum normalen Ding, ne? Bei Benny gekauft hast, dann kannst du bei Benny tunen. Ja, ich glaube, ich hab's einfach nur bei San Andreas Dingens. Oh, danke dein. Aber ich dachte, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Dann guck ich auch nochmal eben. Ah, nee, ich hab's bei Southern San Andreas, nicht bei Benny. Nicht. Mann, so ein Trottel. Ich finde das echt frech, ne, wie ihr euch da hinten benehmt. Was machen die? Ja, die saufen die ganze Zeit. Wow. Hä, ich bin gerade am Handy. Nee, ich sehe doch da, wie die Buddel immer. Wir texten gerade hin und her und lästern über euch. Wow. Aber ist doch schalldicht, ihr könnt ruhig reden. Der klebt auf. Oh! Ist aber komplett rübergeslidet. Guter Typ. Der nächste. Ja, ich schreibe am Handy. Der war unterhalb. Der ist. Kannst du mir antworten, Maudado? Hallo Manu, kannst du bitte aus unserer WhatsApp-Gruppe raus? Ich bin noch im Chatroom hier. Bei, wie heißt das nochmal? Habbo Hotel. Dazu wollte ich immer mal ein Video machen zu diesem Habbo Hotel. Boah, Habbo Hotel habe ich irgendwie 6 Jahre lang gespielt. Oh. Ne, ich habe das nie gespielt. Also Habbo ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ja, aber es ist ein Scamladen. Wieso? Du bist ein Scamladen. Weil da ganz dubiose Sachen gemacht werden und die Leute die anderen dann abziehen und 5.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat damit verdienen. Was? Indem sie andere Menschen abziehen, ja, ja. Ja, wie überall. Sympathisch, Alter. Was denn das denn für ein Typ? Mal ein guck euch das Ding an. So, jetzt erstmal reparieren, Jungs. Da kommt Panzerung für meine Besten. Bremsen, ja, Stoßstange. Oh, man sieht hier gar nichts. Das Auto ist ja einfach so riesig. Heckstoßstange. Oh ja, in Chrom. Oh. Ja, ja, klar. Motor wird auch Auspuff. Oh, hier an der Seite, alter Schwede. Was ist das? Das ist ein dickes, ein verlängerter Chromauspuff. Sprengstoff braucht niemand, wie immer. Oh ja, ich möchte da reingucken. Hm, ja, doch, ich möchte, glaube ich, schon. Oh, obwohl, verchromte Zierhaube. Oh ja, doch. Das ist schon was geil. Also einparken muss damit ja die Hölle sein. Ach, das ist, ich kann ja einparken, wie so ein. Okay. Nee, also wenn ich das im Real Life, ich glaube, ich könnte dieses Auto nicht vernünftig einparken, es sei denn, man hat eine wirklich große Parklücke. Aber wenn die echt eng ist. Selbst wenn das Auto wird ja mitten auf dem Weg überall raushängen. Du brauchst ja so einen LKW-Stellplatz dafür. Ja. Du brauchst wahrscheinlich auch einen LKW-Führerschein dafür. Oh, warte mal, jetzt hier so eine schöne. Ich weiß gar nicht, LKW. Aber das hat doch einen Assistenten zum Einparken. Nee, der Wagen ist nicht. Das hilft dir ja auch nicht, wenn der Wagen für alles so lang ist. Ja. Irgendwie, das hier sieht ganz geil aus. Ich meine, wir sind ja hier ein bisschen getarnt sein. Ja, Leute, es ist 13 Uhr. Viel Spaß beim Tune. Okay, danke, Zombie. Viel Spaß mit den Hunden. Dankeschön. Tschüss. Oh Mann, jetzt können wir Zombie-Roleplay machen. Wir von uns ist Zombie. Ja, wir dürfen ihn bloß nicht verlieren. Ich wäre gerne Mordado. Okay, dann bin ich Zombie. Hey, Leute, wie meht's? Ich bin's, Nadado. Oder hab ich mich wohl ein bisschen versprochen? Wollen wir Fall Guys spielen? Ich hab ultra Spaß in Fall Guys. Sag mal, was labert ihr denn da? Wir machen Zombie-Roleplay. Hey, ich bin Zombie, erst Nadado. Ja. Ihr seid aber schon ein bisschen komisch. Nee. Da war gerade blau-schwarz. Warum hast du das nicht genommen? Nee. Ja, warte, ich würde eigentlich. Warte mal, ich würde jetzt hier. Kannst du ein schwarzes Nummernschild nehmen? Das würde gut passen. Aber es gibt irgendwie, kann ich nur das untere dann so von der Farbe her ändern. Ich sehe da keinen Unterschied und ich höre den Zug. Der Zug. Mit dem Auto auf dem Zug. Boah. Oh, du wärst der Albtraum. Dachscheinwerfer. Das braucht. Oh ja. Oh. Ja, da kommt. Ja, vor allem bleibt dann der Typ, der da drüber fliegt, besser hängen. Das stimmt. Ding an den Reifen. Ja, ja. Alter, was ist das für Licht bei uns drin? Yo, eine fette Party. Alter, jetzt sehe ich das da auch. Hey. Fenster? Nee, das, da möchte ich, möchte euch ja schön dabei zugucken. So. Hey. Oh. So muss das sein.
Oh ja, der hört sich auch ja. vom Sound an. Alle mal leise sein. Ja, doch. Oh, so, ja. Jetzt gehen wir auf die Suche nach einem Zug. Wenigstens ein erste Zugfolge bei Paluten. Na, ich glaube, irgendwann sind wir schon mal bei mir auf den Zug gesprungen. Boah, Alter, bei mir riecht das gerade richtig krass nach Essen. Oh, grillen die Nachbarn. Warte mal, kein Grillen. Oh, bei mir riecht das richtig nach Scheiße. Da, ich sehe doch da hinten Zug. Da fährt er doch. Wo denn? Da fährt er, da unten, da fährt er. Ja, Scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Ja, da vorne links kannst du runterjumpen, glaube ich. Hier vorne links? Nein, der labert Müll. Nein, geht zurück. Ja, der labert einfach nur Müll. Scheiße, Maudado. Alter, oh Gott, der Wendekreis. Na, der ist super. Den holen wir noch. Kannst du nochmal nach Eccles fahren und den reparieren? Jetzt ist alles kaputt. Nee, ist super. Nee, ist okay. Das ist modern. Scheiße, oh Alter, der fährt sich wie so ein Panzer. Ich weiß auch echt nicht, wie wir auf den Zug draufkommen sollen. Ach, darüber müssen wir uns Gedanken machen, wenn es soweit ist. So, wer dieser blöde Zug ist jetzt despawned? Ich krieg dich. Da lang! Ja, ja. Danke für die Info. Oh, ich glaube, ich sehe seinen Schatten. Oh, nee, doch nicht. Na klar. Oh, von drin? Ah, hi, Manuel. Sehr schön auf dem Zug. Wie er seine Gun hebt. Ja, ja, wir sind voll abgeknickt, Alter. Ist falsch bei dir. Okay, ich glaube, wir müssen umdrehen. Das hat meine Art zu schießen. Ich glaube, der kommt noch. Ich glaube, wir fahren nun gerade vom nächsten Zug weg. Sehe ich da den Schatten? Ja, aber ich kann hier, das Problem ist, ich kann hier nicht drehen. Doch, klar. Hier kann ich drehen. Oh! Wow! Ah, seht ihr mal an. Echt elegant. Danke. Ist Hobby noch da? Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem? Ganz am Ende ertränken wir ihn. Achso. Lass mich einfach drin, ich bin mit den Hunden. Und ich esse gern Scheiße. Ich dachte, ich wäre. Ne, das bin ich ja. Ich dachte, ich wäre jetzt mal Zombie. Ja, dann mach mal Zombie. Zombie, wie geht's deinen Hunden? Ich hab Hunde. Oh, der Zug, der Zug! Nein! Was machst du? Warte, ich dreh doch! Nein, wir platzen gleich! Ich muss ja drehen! Das Auto ist schon Schade, das ist ja so geil. Ich war fast drauf. Ja, warte. Okay, warte, dann musst du jetzt auf den nächsten Hügel eigentlich hochfahren und droppen, oder siehst du eine andere Möglichkeit drauf zu kommen? Ja, warte. Was ist mit dem Zug? Warte, ich will echt vor den nächsten Tunnel fahren. Ja, fahr lieber nach vorne, genau. Warte, soll ich mal auf den Zug steigen, damit er nicht despawnt? Halt mal kurz an. Nee, ach, der ist doch immer in der Nähe. Ich save den mal. Aua, okay. Schaffst du? Ja, okay. Oh ja, hier. Eben hatte ich das auch ganz gut drauf. Doch, wenn ich mich so quer hinstelle. Ja, dann platzen wir. Nein. Nee, oh Gott. Nicht. Aber auch wie, Alter. Nee, wir platzen. Man platzt wirklich zu 99%, wenn man sich so irgendwo hinstellt. Ja, schade. Aber es gibt auch keine Alternative für Spiel. Zimmer läuft hier rum. Der hat irgendwas auf seine Tastatur gestellt. Ey. Oder ist er wieder da? Nee, ja, guck, ja, er läuft im Kreis. Deswegen ist er drin. Guckst du ja an. Der liegt. Da, guckst du an. Warum lebt er so lang? So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play, Zombie und Maudado vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.